vor, den Knopf zu drücken, ist immer noch das Schönste an der Sache. Die Mountainkamera anwerfen, die Parking Brake wegklicken, nochmal zu hoffen, dass die Instrumente tatsächlich funktionieren. Pedale auch. Alles klar, dann fahren wir mal los. Ne? Motor ein bisschen andrehen, Kupplung vorsichtig kommen lassen. Im Vergleich zu SR71 ist das hier ein Zuckerschlecken. Allerdings merkt man sofort, dass die Pedale enorm empfindlich sind im Vergleich zu dem großen Vogel. So, 120 Knoten. 140, 150. So, dann können wir mal vorsichtig anlüpfen. Ja, genug gelüpft, fliegen wir hoch. Fahrwerk rein, Mountainkamera aus. Sehr schön, sehr schön. Das scheint mal zu funktionieren. Autopilot an, mal schauen. Ja, das geht. Nav, Vertical Speed. Ich würde mal sagen, wir wollen 4000 Fuß haben. Erstmal. Und Autothrottel machen wir auch an. Das geht ja alles sehr verblüffend, wie herrlich einfach das Leben sein kann, wenn man nicht mit irgendwelchen technischen Kinkerlitzchen zu rechnen hat. Mal hier, das ist ja farblich schon mal wieder ein echter Bringer. Da schnell drücken. Das sieht aus wie Schwemmland hier. Hübsch, sehr hübsch. Jetzt kann ich auch wieder die Karte einblenden. So. Ja, an der Höhe arbeiten wir noch, da kommen wir aber ran. Mein Gott, ist das plötzlich alles einfach. Dann störe mich jetzt nur noch die Luftballons, die ich da irgendwann mal weg muss. Hat mal jemand eine Nadel? Ha, ha, ha. Oh, in der Arbeit, ach guck mal, die liegen da platt drin und die Räder. Nun ja, dann schauen wir mal. Wir sind noch im Steigflug begriffen. In der Zeit können wir da ganz prima mal eben auf die Karte gucken. Schatz, hast du mal die Karte? Ach, guck mal, das nenne ich mal flach. Mit 1500 Fuß wären wir hingekommen. So, hypothetisch 25 Minuten Flugzeit. Ja, eventuell kürzen wir da ein bisschen ab. Und Hurghada, wir fliegen nach Hurghada International. Warum ich weiß, dass das Hurghada ausgesprochen wird, das weiß ich, weil ich da war. Zweimal. Das ist immerhin ein Touristenkonglomerat. In Ägypten. Und Ägypten heißt, falls sich das irgendjemand von euch schon jemals gefragt haben sollte, auf Ägyptisch, Masr. Ja, ne? Schreibt sich M-I-S-R, wird aber gesprochen Masr. Ich sage also nicht auf Arabisch Ägypten oder sowas, sondern Masr. Und die kennen auch untereinander, also die Araber, wer woher kommt, weil ägyptisches Arabisch und dies Arabisch und das Arabisch, also das kriegen die schon mit. Das ist wie bei uns Schweizerdeutsch und Ösilanddeutsch, ne? Genau. Ach, ist das schön bunt. Ach, ist das schön bunt. Wo laufen sie denn? Hier läuft wieder mal gar nichts, doch es läuft. Und wie? 33 Fuß pro Sekunde, na schön. Das ist nicht die Welt, aber ich habe im Hintergrund Programme laufen, die das vor sich hin wuseln wollen. Ja, 3000 Fuß haben wir überschritten gerade. Jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass ich hier umschalten kann. Eigentlich sollte ich jetzt schon mal eben die Wikipedia anwerfen, weil man weiß ja hier nie so genau, wann mir wieder mal das Wi-Fi abgedreht wird. Oh, da. Hauptstadt des ägyptischen Gouvernements irgendwas. Ja, da sind wir schon ganz richtig. So, hat er sich geladen, kann nichts mehr passieren, alles im grünen Bereich. So, wir klettern immer noch mit 1000 Fuß pro Minute. Das bedeutet, dass wir noch so 20 Sekunden brauchen, um auf die 4000 Fuß zu kommen. Und dann schalte ich gnadenlos um. Wir werden einen Teil des Fluges im Küstenbereich... Oh, unten, guck mal, da ist das eine Landebahn da unten oder ist es einfach nur eine gerade Straße? Ja, wir werden es nie wissen. Auf der Karte ist es jedenfalls nicht eingezeichnet. Nun gut, das haben wir denn davon. Puff. So, dann kann ich mich jetzt ja mal hier um wieder vorlesen kümmern, ne? Den wichtigen Eindruck machen. Ihr könnt das natürlich alles auch... Oh, guck mal, ich habe euch die ganze Zeit unterschlagen, dass ihr Abonnements da lassen sollt.
Habe ich ewig nicht gemacht. Und natürlich ein Like-Dingens da, ne? Jetzt vor Himmelblau geht das sehr gut. Außerdem müsst ihr euch das alles sowieso in Fullscreen angucken. Sieht man natürlich jetzt nicht so gut. Und dann muss ich nochmal vorbeifliegen. Genau. Damit jeder weiß, wer es war. Ja, da haben wir den Vorleser-Onkel. Naja, ihr seht, dass der Jog sich hier und da mal bewegt. Ihr merkt, ich bin heute etwas formlos, weil wir haben Hochsommer jetzt endlich auch in Norddeutschland und könnten gut drauf verzichten. Naja. Horgada. Ich bin auch ein bisschen fasziniert hier von der Umgebung. Es sieht ja schon irgendwie schick aus, ne? Von Horgada kann ich übrigens auch tolle Geschichten erzählen. Zum Beispiel, dass es dann nachts manchmal knallt, weil der Flughafen ist ein gewesener Militärflughafen. Es stehen also überall Bunker für Mix rum. Und natürlich gibt es Stacheldraht rundherum. Und wenn es nachts hin und wieder knallt, das sind streunende Hunde, die im Minenfeld umherirren. Da macht es dann halt hin und wieder mal Peng. Das nennt sich dann natürliche Auslese. Oh, wie schick, ne? Kein Wunder, dass es die Touristenregion ist. Man kann den Stacheldraht rund um den Flughafen immer gut sehen, weil sich die ganzen mitgewehten Plastiktüten da vertakeln. Ja. Ja, es zittert ein bisschen, ne? Ich weiß, aber ich habe noch nicht raus, warum. Auch hier dieses Bild. Da haben wir zwei hochkonzentrierten Piloten, die uns aus der Wüstenei hinaus in die Zivilisation entführen. Aber auch das werde ich irgendwo in den Griff kriegen. Also, Hurgada! Arabisch, Hocharabisch, Al-Gurdaka, im lokalen Dialekt Il-Gurdaga, im Kairoer Dialekt oder auch Standarddialekt Aussprache kann ich nicht lesen, ist das größte ägyptische Touristenzentrum am Roten Meer. Horgada hat etwa 195.000 Einwohner, davon viele ohne legale Aufenthaltspapiere, meist aus den Städten am Nil. Ihr werdet euch fragen, Horgada, war da nicht mal der Terroranschlag auf Touristen? Nein, das war in Luxor. Aber wir waren im Jahr davor da und wie ihr schon unten rechts seht, diese Touristenbunker, die gibt es eigentlich überall, also so 5-Sterne-Hotels. Im Jahr davor war es voll, im Jahr danach war es nicht voll. Wir haben, Entschuldigung, ich muss mich selber korrigieren. Nein, wir waren die zwei Jahre davor waren wir da. Und im Jahr nach dem Anschlag haben wir von lokalen Bekannten, die wir da haben, da ist eine Deutsche, die hat einen Ägypter geheiratet und wir haben damals noch, ich weiß nicht, per E-Mail ging das überhaupt schon oder per Fax. Egal, jedenfalls hat meine damalige da Kontakt gehalten. Und erstens, die wussten von nichts. Also, die wussten nicht, warum sind die Hotels plötzlich leer. Die hatten keine Ahnung, weil Zensur. Also hat meine damalige einfach die deutschen Zeitungen über Fax nach Ägypten gejagt. Wie gesagt, E-Mail, ganz vergessen. Und dann haben die das dann weiterverteilt vor Ort, damit die Hotelbetreiber und das Hotelpersonal wusste, warum unser 5-Sterne-Luxushotel nur 3 Gäste hatte. 3, also nicht 30 oder 300, nein, 3 Gäste. Und wie gesagt, die wussten von nichts. Naja, und als wir dann mal irgendwie später mal da waren, an jeder Ecke stand irgendwie so ein Unterstand gedeckt mit Palmwedeln und ein Soldat mit einer sehr gebrauchten Knarre da. Da war von Sturmgewehr bis Pumpgun war alles dabei. Ich habe damals auch gesagt, also nach dem Anschlag war Ägypten, oder gerade Hurgada, der sicherste Ort der Welt. Alles war voll mit Security. So viel dazu. Beschreibung. Der Name leitet sich von der Bezeichnung für Bootssteg ab. Einen Hafen gab es hier früher nicht. Hurgada wird seit den 1980er Jahren von amerikanischen, europäischen und arabischen Investoren zum mit Abstand führenden Badeort am Roten Meer ausgebaut, kann ich bestätigen. Ein super Wasser, kristallklar, relativ flacher Abstieg ins Meer, Rotfeuerfische, also das volle Programm, was man sich so in den Tropen denkt. Mördermuscheln überall, aber nur so groß, aber schön bunt sind die, so bläulich leuchten. Den größten Touristenanteil stellen Besucher aus Deutschland, Großbritannien, Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken. Als wir damals da waren, das war relativ kurz nach der Öffnung der Grenzen. Das heißt, man hatte plötzlich Russen da, aber wirklich wie aus dem Katalog. Ballonseide, Trainingsanzug, fettes Goldkettchen und Barschönheit im Arm. Also genau wie man sich so einen russischen Oligarchen vorstellt, genau so habe
von dir ausgehen. Der Oligarch vielleicht nicht, eher so ein Provinz-Mafioso. Und die Ossis, die haben damals ihr Begrüßungsgeld da auf den Kopf gehauen. Und das war ein echter Kulturschock. Wie gesagt, das ist fast 20 Jahre her. Das ist nicht fast, das ist mehr als 20 Jahre her. Und die brachten damals ihr Sozialverhalten mit. Die waren so unfreundlich untereinander. Also sowas von krass und total asozial. Ne, so als Herr so und so und Herr so und so, die haben sich anständig miteinander unterhalten. Aber was die da abgezogen haben, Trinkgeld, null. Na, wir haben eine Besichtigung nach Luxor gemacht den ganzen Tag. Es war Ramadan. Unser Guide war ein fließend deutsch sprechender Archäologie-Professor, der keinen Job in Ägypten kriegte und deswegen als Tourguide arbeitete. Ramadan, nichts trinken, nichts essen, nichts feiern, nichts gar nichts. Und der war entsprechend fertig nach dieser stundenlangen Tour. Wir haben den, glaube ich, irgendwie 20, jeder 10 Euro, das müssten ungefähr zum damaligen Zeitpunkt pro Nase, ich weiß nicht, 40 oder 50 ägyptische Pfund haben wir ihm in die Hand gedrückt. Und die anderen im Bus, nix. Nicht einen Cent. Also jedenfalls, es war gruselig. Ich hoffe, das hat sich inzwischen alles geändert. Ich meine, die Straßen sind ja inzwischen auch schön im Osten und die Leute sind auch alle nett. Aber was damals rumsprang, Leute, das ist kein Verlust. So. Eine Küstenagglomeration. Mit vielen im Bau befindlichen Hotels. Ja, ja, klar, das habe ich ja gerade erzählt. Hurghada hat sich dabei zu einem Urlaubsort entwickelt, der sich entlang der Küste erstreckt. Viele weitläufige Tourismusanlagen und neue Mehrfamilienhäuser lehnen sich ebenfalls an orientalische Stilrichtung an. Na, der Stadt befindet sich der internationale Flughafen Hurghada. Ja, da knallt es halt öfter mal, ne? Genau. Zeit. Das hat uns unsere Tourguidin hat uns gleich schon am Flughafen abgefangen, in den Bus gestopft und dann, während wir da am Warten waren, hieß es schon, gewöhnen Sie sich an das ägyptische IBM. I wie Inshallah, so Gott will. B, Bukla, morgen. Und M, Malesch, geht nicht. Und überhaupt, ne? Also wir warten jetzt noch ungefähr 20 ägyptische Minuten. Das hieß also ja irgendwann mal. Und der Witz war jetzt, da gab es einen Touristenbus, der fuhr immer vom Hotel nach Hurghada rein oder Hurghada und zurück. Und ausgerechnet dieser Bus fuhr nicht nur auf die Minute pünktlich, nein, er fuhr immer 3 Minuten zu früh weg. Wenn also Touristen pünktlich wie die Maurer da aufschlugen, war der Bus schon weg. Ob das so reine Bosheit war oder ob die örtliche Uhr nicht richtig ging, ich weiß es nicht. Wir haben uns jedenfalls sehr beömmelt. Taxifahrten. Einfach nach Ägypten fahren, nur wegen des Taxifahrens. Ne? Gerade bei Nacht ist es toll. Die Autofahrer sind permanent dabei, Zeichen zu geben. Also Licht an, Licht aus, Fernlichtblinker, Lichthupe, alles, das volle Bock, pausenlos. Das erste heißt, danke, dass du mich nicht geblendet hast. Blende ich dich? Nein, du blendest mich nicht. Finde ich toll, bleibst du auf deiner Seite? Ja, ich bleib auf meiner Seite. Und so sind die permanent zugange. Ich habe in einem Taxi gesessen, da saß der Fahrer und der Beifahrer. Warum hat ein Taxi Beifahrer, aber sein Kumpel mitfuhr, auf Apfelsinenkisten und der Schaltknüppel war durch Brecheisen ersetzt. Selbstverständlich fährt in jedem Taxi Alarm mit, und zwar in Form eines Korans, der vom Rückspiegel baumelt. Es gibt allerdings dort auch jede Menge koptische Christen, was die Sache noch etwas mehr durcheinander bringt. Dieses ständige Licht an und aus gibt es übrigens auch nachts. Das heißt, also bei Nacht wird auch stellenweise ohne Licht gefahren. Und als unser Touribus irgendwann mal nachts einfach komplett das Licht abdrehte und auf der Autobahn weiterfuhr, oder was da so als Autobahn durchgeht, dann fragten wir auch, warum, sagt er, ja, in der Nähe ist eine militärische Einrichtung und per Gesetz muss ohne Licht gefahren werden. Andere Länder, andere sind. Naja, dann gucken wir weiter. 16 Minuten haben wir ja noch. In Hurghada-Umgebung liegen unterschiedliche Hotelanlagen, Wassersportmöglichkeiten, Tauchen, Schnorcheln, Windschiffsurfen, Segeln, Hochseeangeln, Strände mit weißem Sand, bla 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 bla. Wirklich super, kann ich bestätigen. Man sollte das Hotel nur verlassen, um nach Hurghada zu fahren. Damals, wie das heute ist, weiß ich nicht. Wir haben eine Tour gemacht mit dem Jeep in die Wüste zu den Beduinen. Anschließend haben wir erstmal unsere Knochen sortiert, weil die fahren da schnell, um nicht im Sand stecken zu bleiben. Und Sand ist nun mal wellig. Und
Und so fuhr man dann also eine Stunde in die Wüste hinaus. Ja, ne? Also es war schon ein echtes Erlebnis. Und irgendwo mittendrin haben wir, glaube ich, mal Pause gemacht. Und da habe ich mal erlebt, was Wüste bedeutet. Und zwar dachte ich, ach Mensch, da ist ein Steinhaufen, da laufe ich mal eben hoch. Und dann lief ich los und der Steinhaufen kam mir nicht näher. Und dann rief schon irgendjemand über 50, 60 Meter hinter mir, hey, nicht weglaufen, bla bla bla, hier geht man verloren. Und ich drehe mich um, der Steinhaufen war immer noch weit weg. Das heißt, das Ding war ein 100 Meter hoher Berg, so ein Geröllberg, und die Entfernungseinschätzungen stimmen da einfach nicht, weil es da keinen Dunst gibt. Außer hier im Simulator natürlich. Deswegen passt das nicht. Also man sagt, na, die Düne könnte einen Kilometer weg sein, dann kann es einfach passieren, dass man 10 Kilometer läuft, bis man da ist. Ja, also falls ihr jemals in Ägyptens Wüste abstürzen solltet, wisst ihr jetzt, wie ihr klarkommt, und dankt es mir. Bla bla bla. Bla 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 bla. Beste Stellen tauchen Küste. Allerdings beobachten Wissenschaftler und Umweltschützer schon seit Jahren des letzten Jahrhunderts einen starken Rückgang intakter Riffe durch massive Überschreitungen der Verträglichkeitsgrenzen bei der Anzahl der Dockinge pro Jahr. Der Besitz von Tauchermessern ist verboten. Jeder Taucher hat ein Messer am Bein, um sich aus Netzen freischneiden zu können. Das ist da verboten, weil die gehen wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht davon aus, dass jeder, der so ein Messer dabei hat, auch irgendeine Koralle abhebelt. Und das sehen die mittlerweile ziemlich eng. Also schon damals wurde der Naturschutz dann durchaus eng genommen. Allerdings konnte man jeden Polizisten durch Backschisch von allem abbringen. Der Nachteil ist auch, man lebt da eigentlich nur von 6 verschiedenen Branchen. Gold, Pergament, Teppich, Gewürze, Alabaster und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Ich glaube Hieroglyphen oder so, aber das zählt wahrscheinlich nicht zum Pergament. Und der Ehemann unserer Freundin da, der war Goldschmied, und da hat sie mal erzählt, wenn wir nach Kairo fahren, um Gold zu kaufen, dann kommt das Geld in den BH, weil wenn die in irgendeiner der Straßen sperren, die Polizei das Geld findet, das Geld weg. Ja, so viel zur örtlichen Polizei. Also man kann alles regeln. Als Touristen übrigens hast du sowieso die goldene Karte, kannst machen, was du willst, weil die Polizei geht eigentlich nicht gegen Touristen vor, solange sie es nicht total übertreiben. Meistens besteht die Aufgabe der Polizei, die Touristen davon abzuhalten, übers Ohr gehauen werden von den Taxifahrern. Irgendwann wollte von uns einer auch dann plötzlich für ein kurzes Stück Unmenge Geld haben. Dann haben wir gesagt, ja, mein Freund, das läuft nicht. Und als er gezählt hat, haben wir die Polizei gerufen, die Touristenpolizei sozusagen. Ach du, hör mal, handel mit dir mal einen vernünftigen Preis aus. Ne? Und er sagt, ja, kein Problem, gehen wir hin. Auf Englisch natürlich, die sprechen da alle sehr gut Englisch. Und wenn ihr in den Bazar geht, beziehungsweise in die Kaufhäuser, da sind immer Leute, die Deutsch sprechen. Und Russisch und Französisch und Englisch. Weil das sind alles irgendwelche Verwandten, Vettern und Neffen und alle verwandt und waren alle schon in Deutschland und haben da gearbeitet. Und deswegen sprechen die mehr oder weniger fließend Deutsch. Das Einzige, wo man sich gewöhnen muss, ist, dass sie einen mit Du anreden. Also man kommt in einen Laden rein. Hey, wie geht's du? Wie heißt du? Wie ist dein Name? Und dann muss ich den Leuten noch erstmal sagen, ey, fahrt mal einen Gang zurück. Wenn du in Deutschland gefragt wirst, wie heißt sie, dann steht da normalerweise Polizist und will dir irgendwas. Deswegen sind die Leute erstmal, gehen die Rückwärtsgang. So wollt ihr hören, wie heißt du? Na, in Ägypten gehört das zur Höflichkeit. Da gehört zum Beispiel auch dazu, wenn dich jemand fragt, und sie werden dich fragen, bist du verheiratet? Natürlich bist du verheiratet. Wie viel Kinder hast du? Dann erstens, du hast Kinder, selbstverständlich, weil jeder hat Kinder, wer keine hat, erfindet welche. Und zweitens, gezählt werden nur Söhne. Wenn du also einen Sohn und 5 Töchter hast, dann sagst du, wie viele Kinder hast du? Ein Sohn oder ein Kind, weil die Töchter zählen dann nicht. Wenn sie euch übrigens versuchen, eure Freundinnen für Kamele abzukaufen, das meinen die nicht ernst, das ist Folklore, da haben die ihren Spaß dran, dass die Touris das glauben. Also im Grunde ist also alles gut. Ich kann das empfehlen, es war schön, es war warm, es war, der Preis wird es übertrieben. Das ist halt eine Touristenmetropole und da kostet alles Geld. Ne? Bla bla bla, Luxusressort, bla bla bla, Klima. Wir waren immer so Februar, März, glaube ich, waren wir da. Und da war es gerade angenehm warm. Ne? Nicht so eine Brüllhitze. Im Sommer locker 40 Grad. So um die Zeit war das sehr angenehm. Sehenswürdigkeiten, ja, unter Wasser hauptsächlich. Stadtteil Dahar. Ja, solche Unterschiede haben wir gar nicht gewusst. Umweltschäden, ja, ist ja nun mal. Ne? Ihr seht nach unten, da steht eine Hotelruine neben der nächsten. Das ist halt so. Wenn man per Backschisch alles regeln kann, dann kriegt man auch eine Baugenehmigung für alles Mögliche. Meistens gehen sie rechtzeitig pleite.
So, das ist viel mehr steht da auch eigentlich gar nicht. Es ist eine sehr schöne Touristenmetropole. Ich habe leider keine Videos von damals, weil es gab damals noch keine Videokameras. Oder wenn es die gab, waren sie vollkommen unbezahlbar. Heutzutage kein Problem. Fotos habe ich noch von da, aber ne, nicht viele. Weil damals gab es noch kein Internet, wo man die Fotos hätte veröffentlichen können. So, wir haben angeblich noch 10 Minuten. Was haben wir denn geflogen? 20 Minuten haben wir geflogen, 10 Minuten. Ich würde sagen, wir machen ruhig ein bisschen Landung. Oder was ich jetzt mal versuchen kann, ich mache den hier aus und gehe stattdessen nach draußen. Und dann gucken wir uns das Land mal so ein bisschen an von hier, statt immer hin und her zu knipsen. Wenn wir am Flughafen landen, ich weiß mal wieder nicht, wie viel wir davon sehen. Ich vermute mal, dass wir nicht viel mehr als die Landebahn zu sehen kriegen. Hier auf den Satellitenaufnahmen müsste man eigentlich sehen können, dass es ein ziemlich großes Gelände ist und dass im südlichen Bereich sehr viele Bunker für Mix stehen. Also Bunker, das ist praktisch so ein halbtonnenförmiges Dings da mit Sand zugeschüttet, dass es nicht ganz so auffällig ist. Und Hurghada müsste, also zumindest das Hotel, wo wir waren, lag deutlich südlich davon. Und es sind wirklich immer so eingezäunte Areale, womit man die Eingeborenen fernhalten will. Das ist nicht nett, aber wie man es so aus Filmen kennt, na, dass so die Bazarhändler einen von 15 Seiten gleichzeitig anlaufen, wir kaufen dies, kauft das, ganz billig, super geschickt. Das kann lästig werden. Was man uns damals auch gesagt hatte, schmeißt kein Geld aus dem Fenster. Wenn ihr irgendwo fahrt und die sehen, da sind Bleichgesichter drin, dann stürzen sich die armen Kinder auf einen, von denen es da reichlich gibt, wenn nicht sogar unbegrenzt. Und gebt denen kein Geld, haben die gesagt. Die rennen euch da sonst die Bude ein. Und zweitens, die größeren Kinder nehmen das den kleineren Kindern sowieso wieder weg. Also gebt denen kein Geld. Was hingegen hoch im Kurs steht, sind Werbekugelschreiber, ne? So mit Werbeaufdruck und so weiter. Die werden eigentlich immer gerne genommen. Vielleicht verkaufen sie die untereinander weiter oder so, keine Ahnung, was sie treiben. Haben wir gemacht. Wir haben unsere eigenen Werbekugelschreiber damals gehabt und haben dann davon ordentlich Handvoll mitgenommen. Das funktionierte ganz gut. Wie es heute aussieht, keine Ahnung. Vielleicht nehmen sie heutzutage, stehen sie da schon mit der Ritschratsch und wollen nur noch Kreditkarte haben oder so. Naja, also jedenfalls für Touristen, ansonsten eigentlich ungefährlich, zumindest Holger da, weil alles voll Polizei. Und Polizei, so korrupt die auch sein mag, gegenüber den Touristen sind sie meiner Erfahrung nach sehr korrekt, weil die wissen ganz genau, dass sie von den Touristen leben. Heutzutage könnte es natürlich auch sein, dass sie mittlerweile geschlossen für irgendeinen russischen Oligarchen arbeiten. So, was haben wir da? Das ist auch so ein typisches Bild, was wir jetzt sehen. Neue Straßen mit so einem Kreisverkehr drin, brandneu, ins Nichts führend. Also die bereiten sich schon auf alles vor, was kommen kann. Und wie ich an anderer Stelle schon mal erwähnte, vermutlich haben die nicht so das Problem, sich mit irgendwelchen Bauauflagen rumärgern zu müssen, weil Wüstensand gibt's genug. Da gibt's mehr, als man essen kann. Und wenn da halt eine Bauruine mehr steht, da steht da eben eine Bauruine mehr. Ihr seht hier unten, das ist schon wieder genug Platz, da unten rechts für 5 Hotels. Na, jedes davon bringt Geld in die Kassen des örtlichen Großviziers. Vor allen Dingen bedeutet das Jobs. Na, jedes Hotel, jede riesige Anlage braucht Zimmermädchen, Kellner, Wachpersonal, Manager, was weiß ich. Und da freuen die sich in Loche, braucht die leben davon. Demzufolge fanden die das auch nicht gut, als damals dieser Terroranschlag war, weil die leben da wirklich von. Wenn da keine Touris kommen, dann bricht da alles zusammen. Und genau darauf hatten es die Terroristen ja auch abgesehen. Die wollten ja, dass die Touris sich nicht mehr blicken lassen. Ein Jahr lang hat es geklappt. Wie der aktuelle Stand der Dinge ist, ich muss gestehen, ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, ich habe mich ewig nicht drum gekümmert. Und ja, der Strand ist groß. An die Berge kann ich mich so eigentlich nicht erinnern, weil wir dieses typische Touri-Problem in der dritten Welt haben, nämlich wir sehen unsere Hotelanlage, alles 5 Sterne, hohe Mauer drumherum. Wir sehen den Bus, der einen nach Hurghada bringt oder zu sonstigen touristischen Einrichtungen und das war's. Den einzigen größeren Ausflug, wie wir gesagt, den wir gemacht haben, ist zu den Beduinen raus in die Wüste.
Das waren allerdings dann auch so Vorführbeduinen, die wahrscheinlich irgendwo hinter der nächsten Düne ihre Chiefs stehen hatten. Naja, so schlimm nicht. Also die schienen mir da schon zu leben. Aber die waren natürlich alle sauber, gut rasiert und sehr sich der Tatsache bewusst, dass sie von den Touristen leben. Und das andere war Luxor, ne? Das gab mal der Könige. Das fand ich schon doch interessanter, als ich vermutet hätte. Jetzt muss ich mich langsam mal drum kümmern. Da hinten ist der Flughafen. Unser Hotel könnte das hier vorne gewesen sein. Ich könnte auch weiter südlich gelegen haben, aber so ein weißer, riesiges Ding mit Mauern drumherum und Bogenschießanlage und eigener abgezäunter Strand und einem halbrunden Amphitheater und das waren so richtig 5 Sterne, also Landeskategorie, wenn es immer noch 4 Sterne woanders gewesen sein. Ja, was heißt woanders? Ich meine, selbst in Spanien kann man immer 1 Stern abziehen wegen Landeskategorie. Also dritte Welt kann man nicht sagen, schon gar nicht hier. Hier fließt das Geld ja. Und ich glaube, Ägypten hat auch den einen oder anderen Petrodollar, oder täusche ich mich jetzt? Aber so die Straßen, die habe ich genauso in Erinnerung. So völlig frei im Nichts, möglichst geradeaus, weil da steht ja auch nichts im Wege. Da kann man eine Straße eben gerade bauen. Na und? Aber so ein Spaziergang in der Landschaft würde ich nicht machen, weil das ist halt nicht Wüste, da ist überall Dreck. Da liegen überall mit etwas Sand beschwerte Plastiktüten rum. Damals, ne? Damals, vor 20, 25 Jahren. Ja, so, jetzt muss ich mich ja langsam mal drum kümmern, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal auf 2000 Fuß runter. Haben wir da nicht vielleicht sogar ein ILS? Ja, wir haben ein ILS, oh wie geil. Landebahn 34 rechts. Ist die 34? Ja doch, ist die 34 rechts mit ILS, ne? Ja, egal, kriegen wir schon hin. So, dann schalte ich den hier mal dazu, da sind wir sogar mit drin. Dann muss ich auf NAV 1 gehen und auf Approach. Okay, wir sind noch ein bisschen weit weg. Und von da aus müsste dann alles astronomisch gehen, automatisch. Puh, da bin ich ja mal gespannt. Sollten etwas flotter fallen. Geschwindigkeit drehe ich mal runter. Auf sagen wir mal erstmal 180. Oh, ist das zu wenig? Oder ist das die Warnung, dass das Fahrwerk raus soll? Ich fahre mal einfach probehalber das Fahrwerk aus. Ah ja, es war Fahrwerk. Landegeschwindigkeiten. Das kleben die Amerikaner doch immer hier irgendwo drauf. Der kann aus, denke ich mal. Ja. Wir haben die eingestellte Höhe erreicht. Wir sollten jetzt aber eigentlich... Ah ja, er sucht doch den Glide-Slope. Oh, wir sind zu hoch. Na schön, dann würde ich sagen, mache ich das einfach alles selbst. Autopilot aus. Wir sind wie schnell? 180, da geht weniger. Ich nehme mal die rechts, weil dann haben wir nicht so viel zu laufen. Ich glaube, man kann anhand dieser... den Zaun kann man gut sehen da vom Flugplatz, ne? Boah, die Trümmer. Boah, das war ein Hüpfer in der Trümmung. Eine Altlast. Fahrwerk ist draußen. Ja, Fahrwerk ist draußen. Flaps fahren aus. 2000. Das da rechts ist tatsächlich Hordegarda mit der Altstadt. Könnte mittlerweile auch etwas größer aussehen als vorher. Ah, 150. Haben wir noch ein bisschen mehr Flaps aus. Oh, ich muss ihn festhalten, den Knopf. Oh, merkt man aber, wie das reinknallt. Jetzt muss ich auch was reinknallen, nämlich Gas, sonst...
Er wird zu langsam. Es ist bei 120 Knoten. Das ist ja nicht so viel. Wir müssen ordentlich bergab. Wind kommt ziemlich genau von vorne. Das finde ich gut. Die Gebäude stehen, oha, eine ganze Menge sogar rechts von uns. Da fährt uns einer genau für den Ey, ich komme hier gerade. Gehst du da weg? Tower? Ich hab da mal eine Beschwerde. Na, warte, wir fliegen quer durch den Durchwind sein muss. Das irritiert mich, sowas. Naja, ich muss ja sowieso ein bisschen... 200. Ja, ja. Gib du nur vorsichtig, Gasto, sonst fährt er uns voll in den Kofferraum. 50, 40, 30, 20, 10. Na also, wir sind angekommen. Na, wunderfein. Wenn wir ordentlich runterbremsen, da scheint eine Abfahrt zu sein. 50 Knoten ungefähr. Oh, jetzt sollen wir sehen, dass wir hier wegkommen, bevor es wieder... Oh, da kommen schon Geräusche. Nicht, dass der uns da hinten reinfährt. So, wo stellen wir uns hin? Da kann ich mich bis auch noch erinnern, dass wir zu Fuß zum Gebäude latschen mussten. Da gab es also keine Busse, schon gar keine klimatisierten. Und Kinder, das war warm. Das war richtig, richtig warm. Ist das jetzt ein... Ah, das ist Wüstensand, durch den wir jetzt fahren. Na schön. So be it. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ja, und dann sind wir tatsächlich auf dieses graue Gebäude zugelaufen. Das sieht aus wie in echt. Ja, wo sind sie denn, die Parkpositionen? Ich sehe da nicht viel, nur hier vorne. Ach da, den nehmen wir mal, ne? Den gelben Strich da vorne. Den mit der Kreuzung. So, da stellen wir uns hin, Bremse rein, Gas raus. Bleibt die Propeller auch wirklich stehen? Ja, sie bleibt wirklich stehen. Das ist gut. Oh, jetzt habe ich vergessen, meine Pedale reinzufahren. Na ja, schön, war auch diesmal nicht so wahnsinnig auffällig. Komm, jetzt braucht endlich mal so ein Dingens eine Weile, um stehen zu bleiben. Sonst bleiben die Propeller immer so auf einen Schlag stehen, über den Motor abdrehen. Elektronik können wir aber auch schon runterfahren. Habe ich die Flasche wieder drin? Nein. Oh, jetzt sind die Flaps wieder drin. Gut, der Flughafen. Seid ihr von mir diesmal richtig voll getextet worden zum Ort. Man musste ich gar nicht viel lesen, sondern ich kannte das noch. Auch wenn schon ein paar Donnerstage her ist. So ein paar grüne Donnerstage. So, schnell weiter zum... wie heißt es? Oh, das Größenverhältnis ist hier geringfügig auffällig. Schnell weiter zum Replay. So, wo sind wir denn da? Ja, das beschleunigen wir einfach ein bisschen hier. Komisch, man sieht immer in der Beschleunigung ganz besonders gut, wann ich den Autopiloten abgeschaltet hatte. Halt, da, so. Normale Geschwindigkeit, da können wir noch ein bisschen auf die Hotels runtergaffen. Ja, ja. Als Touri macht's da schon Spaß. Ja.
Zeitlupe. So, schönes Bild eigentlich, ne? So ein bisschen zurecht biegen hier, da den Flughafen in der Ecke und dann noch die Karte rein und ein Foto machen fürs Forum. So, jetzt kann die Karte wieder weg. Und jetzt ist auch komischerweise wieder der Fremdflieger da verschwunden. Das wird eben nicht gereplayed. Da ist der Zaun, der immer so knallt. Eigentlich ist es ein Doppelzaun. Doch, kann man sogar sehen. Doppelzaun, oder? 500. Aber nee, man kann das auf dem Satellitenbild kann man sehen, wo der Originalzaun lang läuft. Aber wo sind die Bunker hier hin? Wahrscheinlich hier da in der Mitte, die Dinger, das sind wahrscheinlich die Bunker. Die kommen natürlich hier auf dem Satellitenbild nicht rüber, weil das so flach ist. Genau, jetzt noch ein bisschen die Nase hochhalten. Das ist doch perfekt, viel besser geht's doch gar nicht. Alles gut. So, wieder mal vielen Dank fürs Reingucken, für eure nicht enden wollende Geduld. Und ich hoffe, ich kriege euch dazu, nächstes Mal wieder reinzugucken. Bis Dennikowski.